Okay, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Fortuna Köln gegen die U23 von Werder Bremen. Endstand 2:1 für Fortuna Köln. Das Spiel heute fand statt vor 1422 Zuschauern. Ich darf meine Trainerbälle begrüßen und würde dann den Gast Alexander Nuri in sein Statement zum Spiel bitten. Ja, na, hallo erstmal zusammen. Ja, das Spiel hat wieder alle, die ganze Klaviatur der Emotionen geboten, denke ich. Wir haben das auch sehr intensiv an der Außenlinie miterlebt. Ich denke, erste Halbzeit sind wir schwierig ins Spiel gekommen, durch einen eigenen Fehler dann auch ja, mehr oder weniger die rote Karte selber so mit provoziert und das war unnötig. Das, was wir immer wieder ansprechen, dass wir in der Liga einfach unsere Fehlerquote da auch minimieren müssen. Des Weiteren, ja, fand ich, wie gesagt, erste Halbzeit dann auch durch die rote Karte gehandicapt, hatten wir Schwierigkeiten, da ins Spiel reinzukommen. Sind dann aus der Halbzeit gekommen, muss ich sagen, haben wir eine richtig gute Mentalität gezeigt, eine richtig gute zweite Halbzeit gespielt, wo, ja, wo ich in Unterzahl denke, wir auf jeden Fall einen Punkt verdient gehabt hätten, mit unheimlich viel Leidenschaft dagegen gehalten, unheimlich intensive Läufe auch gemacht. Ja, ich muss sagen, dass ich habe jetzt auch an die Mannschaft in der Kabine die Worte gerichtet, dass es natürlich extrem bitter ist, aber dass wir auch unheimlich viel aus der zweiten Halbzeit besonders dann auch wieder lernen können, mitnehmen können, viele positive Dinge wieder in die Entwicklung der Spieler mit übertragen können und das ist nun mal auch dann Priorität für uns, einfach die Spieler weiterzuentwickeln. Ich denke, Jesper Verlat hat heute auch wieder den nächsten Schritt gemacht. Ich weiß nicht, welche großen Schritte er jetzt in den letzten Wochen gemacht hat, aber das war jetzt für mich heute auch wieder ein weiterer Schritt in die Richtung, was uns natürlich alle sehr, sehr freut. Ja, ansonsten ja, Glückwunsch an Fortuna, für uns sehr, sehr bitter, aber wir werden uns an den positiven Dingen, die einfach jetzt auch zweite Halbzeit besonders da waren, werden uns aufrichten und daran orientieren und ja, werden dann auch die nötigen Punkte einfach. Also. Danke, Herr Nuri, danke, Uwe, deine Sicht des Spiels. Ja, ich glaube, wir sind wirklich sehr, sehr gut in dieses Spiel reingekommen. Ich habe uns als sehr, sehr aktive Mannschaft wahrgenommen. Wir haben sehr gut nach vorne verteidigt, haben auch immer wieder wirklich sehr, sehr schnell und geradlinig den Weg zum gegnerischen Tor gesucht. Ich glaube, wenn wir uns was vorwerfen müssen, schon in den letzten Wochen, das war auch Bestandteil der Analyse aus dem Halle-Spiel, dann ist es mit Sicherheit der Faktor, dass wir sehr, sehr häufig im Strafraum den letzten Ball nicht optimal spielen, vor allen Dingen nicht optimal vorbereiten, also dann keine einfachen Tore erzielen können. Trotz alledem war das in der Hinführung gut und vor allen Dingen haben wir die spieltechnisch wirklich herausragend veranlagten Bremer, glaube ich, immer wieder in Zweikampfsituationen gezwungen, sehr, sehr häufig vor allen Dingen auch ins Spiel in die Luft, was, glaube ich, uns in Summe etwas mehr liegt. Und deswegen war für mich die rote Karte jetzt nicht unbedingt ein extremer Vorteil für uns. Weil zum einen hast du logischerweise psychologisch dann so einen Rucksack mit dir herumzutragen. Zum zweiten haben wir dann auch tatsächlich in unserer Aktivität ein Stück weit nachgelassen. Trotzdem waren wir mit 1-0 natürlich in der Kabine. In der zweiten Halbzeit haben wir ganz klar die Marschroute ausgegeben, zwar das Zentrum mit Oliver Schröder immer zu kontrollieren. Also keine Konteranfälligkeit irgendwo zuzulassen, auf der anderen Seite aber wirklich auf das zweite Tor zu spielen, nicht das 1-0 zu verwalten. Und ich glaube, auch in dem Fall muss man unserer Mannschaft, wir dürfen immer nicht vergessen, woher wir kommen, vor 4 Wochen war alles noch eine Katastrophe, wir waren komplett nicht konkurrenzfähig in dieser Liga, dürfen wir nicht vergessen, dass wir aus meiner Sicht heute dann auch einige Angriffe wirklich sehr, sehr strukturiert und gut vorgetragen haben, dass wir auch die Nerven nicht verloren haben. Was uns einfach gefehlt hat, war die absolute Galligkeit, das zweite Tor zu machen. Und wie es dann eben so kommt, aus dieser Standardsituation heraus fällt dann das 1:1 aus heiterem Himmel. Denn die Bremer haben zwar ganz ordentlich auch in Unterzahl kombiniert, aber nichts so fundamental Gefährliches irgendwo vor unser Tor gebracht. Und das war natürlich ein Schockerlebnis. Das musste die Mannschaft schnell verarbeiten. Ich habe dann mit 2 schnellen Wechseln versucht, nochmal neuen Schwung zu bringen. Das ist mir am Anfang aus meiner Sicht nicht so gelungen. Aber natürlich dann irgendwo eine glückliche Geschichte, dass einer der beiden Einwechselspieler dann auch tatsächlich den Siegtreffer schießt. Ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem Bremer Torwart diesen Ball von Andy Damani in der Nachspielzeit so unmenschlich hält, habe ich nicht mehr wirklich noch dran gedacht, dass wir nochmal eine Möglichkeit kriegen. Aber, und das ist das Gute, Trainer ist scheißegal, an eine solche Geschichte muss die Mannschaft glauben. Das hat sie heute getan. Und insofern, glaube ich,
ja, gibt es ja keine zwei Meinungen darüber, dass so wie das Spiel heute gelaufen ist, wenn man sich das Chancenverhältnis, die Ballbesitzsituation, die klaren Chancen anschaut, dass wir heute verdient gewonnen haben. War natürlich in Summe absolut glücklich, weil sehr, sehr spät. Danke, Uwe. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Vielleicht auch wieder eine kombinierte personelle Frage. Zum einen, was hast du gedacht, als der Chris Andersen direkt so früh am Boden lag? Beziehungsweise, wie fandest du, hat der Glockner das dann gelöst? Und für meinen Geschmack hat der Hamdi heute eine überragende Partie gemacht. Ja, muss ich sagen, also ganz speziell in den ersten 30 Minuten war das, muss ich ehrlich sagen, der beste Hamdi Damani, den ich je im Fortuna-Trikot gesehen habe. Unfassbar aktiv, jede Entscheidung war die richtige. Hat für viel Torgefahr gesorgt, hat viele Bälle weggeklaut, war permanent anspielbar, muss ich wirklich sagen, großes Kompliment und ist ein Zeugnis seines sehr, sehr guten Weges und man merkt, dass er eigentlich auf dieser Flügelposition, so als verkappter Spielmacher, trotzdem genug Durchschlagskraft und Gradlinigkeit hat, um unserem Spiel richtig gut zu tun. Teile ich, ja, was habe ich bei Chris gedacht, steh auf, war so meine erste Idee. Und ich dann gemerkt habe, geht nicht, dann ja, denkst du als Trainer logischerweise an die Lösung, die du dir natürlich auch im Vorfeld schon zurechtlegst. Und dann war mir klar, dass auch aufgrund seiner hervorragenden Trainingsleistungen die richtige Alternative Andreas Glockner ist. Und wäre eine zweite Variante gewesen, Hamdi ins Zentrum zu ziehen und mit Kauli einen Flügelspieler zu bringen. Aber ich fand, Hamdi war einfach sehr, sehr gut im Spiel. Also wollte ich die Position 1:1 ersetzen so früh. Und ich muss auch sagen, Glockner hat für mich heute ein ausgesprochen gutes, sehr, sehr aktives Spiel gemacht, war sehr, sehr mutig. Hat unheimlich Kilometer gemacht. Insofern haben wir es heute tatsächlich mal geschafft, den Ausfall von Chris nicht nur punktetechnisch irgendwo zu kompensieren, sondern meiner Meinung nach auch in Bezug auf die Spielanlage. Aber da muss ich das allergrößte Kompliment ganz klar auf der Schulter machen. Ich muss bedenken, dass der Junge jetzt 5 Wochen verletzt war, nur in der Reha. Ich habe Montag das erste Mal wieder auf dem Trainingsplatz gehabt und wir haben dann gemeinsam entschieden, dass er heute von Anfang an spielt und hat sich durch dieses Spiel gequält. Aus meiner Sicht vor allem seine Position hervorragend gehalten, sehr intelligent gespielt. Also alles, was ich von einem so erfahrenen Strategen dann am Ende auch erwarte. Aber es hat er heute wirklich sehr, sehr gut gemacht, hat ihm die Übersicht verloren. Das war mit Sicherheit auch ein Schlüssel, warum diese spieltechnisch starken Bremer nie so wirklich Durchschlagskraft entwickeln konnten. Gibt es weitere Fragen? Sehe ich nicht mehr, dann vielen Dank für das Interesse und Bremen, gute Klasse. Vielen Dank.